Herzlich willkommen zur Review des Diplomat Exzellenz A2 Evergreen bei Pinoblo. In dieser Review beantworten wir die Frage, ob der Exzellenz ein idealer Alltagsfüller ist. Dabei handelt es sich hier um die vergoldete Variante mit Edelstahlfeder. Diesen Füller und andere Schreibgeräte findest du selbstverständlich in unserem Shop. Diplomat stellt seit 1922 hochwertige Schreibgeräte her. Erst in Hennef, seit 2001 in Kuhnewalde bei Dresden. Die Produktion erfolgt in Handarbeit. Alle Federn, gleich ob Stahl oder Gold, werden dabei maßgefertigt. Der Exzellenz A2 ist der Nachfolger der A-Generation und zeichnet sich durch Zeitlosigkeit und einige technische Neuerungen aus. Die Verpackung des Füllers ist äußerst hochwertig gemacht. Hinter der eigentlichen Umverpackung befindet sich die innere Box, die von einer Metallabdeckung umgeben ist. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein Konverter, der im Füller vorhanden ist, sowie eine Garantiekarte und zwei blaue Patronen. Beim ersten Betrachten des Füllers fällt die schön glänzende lackierte Oberfläche auf. Auch die Kombination aus Grün und Gold ist äußerst ansprechend. Wenn man den Füller das erste Mal in die Hand nimmt, dann fällt sein hohes Gewicht mit rund 45 Gramm auf, das an dem Ganzmetallkorpus des Füllers liegt. Eines der Highlights des Füllers ist die mehrschichtige Effektpigmentlackierung in dunkelgrün. Die Größe der Metallic-Partikel, die sich mit einer Metallic-Lackierung bei Autos vergleichen lässt, wurde von Diplomat perfekt gewählt. Der Effekt zeigt sich entweder bei genauerem Betrachten oder bei direktem Lichteinfall. Auch die Steckkappe des Füllers ist ein Highlight. Hierzu zählt zum einen die Soft-Sliding-Click-Funktion, die im Grunde nichts anderes ist als eine Soft-Close-Funktion bei Schubladen. Zum anderen ist auch der Clip ein Highlight, der federnd gelagert ist und somit verhindern soll, dass der Clip beim Benutzen verbiegt oder sich verformt. Der Diplomat Exzellenz A2 Evergreen ist ein Patronenfüller, der sich sowohl mit Patronen als auch mit dem mitgelieferten Konverter verwenden lässt. Was die Verwendung anbelangt, ist der Füller also äußerst flexibel. Die Feder dieses Modells ist aus Edelstahl und in einem Bicolor-Look gehalten. Man erkennt die Edelstahlfedern an diesem Bicolor-Look mit der silberfarbenen Spitze. Bei den Goldfedern findet sich auf der Feder zudem der Hinweis auf die 14-karätige Goldlegierung. Zudem ist die Feder der Goldmodelle überwiegend silberfarben gehalten. Hier ist lediglich das Diplomat-Logo in einem Goldton gestaltet. Auf dem Papier zeichnet sich die Stahlfeder durch drei Eigenschaften aus. Sie hat eine gewisse edelstahlfedertypische Härte, bietet trotzdem ein sehr glattes Schreibgefühl und hat einfach eine grundsolide Handhabung. Insgesamt kann man sagen, dass die Feder ein absolutes Arbeitstier ist. Man muss einfach die Kappe abziehen und kann losschreiben. Egal, ob es sich um kurze Notizen handelt oder um seitenlange Briefe. Die B-Feder fällt tatsächlich etwas schlanker aus und entspricht eher einer mittleren Federbreite. Erhältlich ist der Evergreen in den Federstärken EF, F, M und B. Was den Preis und die Verfügbarkeit anbelangt, so ist der Exzellenz A2 eines der beliebtesten Diplomatmodelle. Aus diesem Grund wird der Füller wahrscheinlich noch lange erhältlich sein. Mit dem Preis von rund 170 Euro für das Modell mit Stahlfeder ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut fair. Und damit kommen wir zum Fazit. Der Diplomat Exzellenz A2 Evergreen bietet eine hochwertige Verarbeitung, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine wunderbare Farbkombination. Tatsächlich sind drei Gründe maßgeblich dafür, dass dieser Füller ein idealer Alltagsfüller ist. Sein Design ist unauffällig, aber wunderschön, seriös, modern und elegant. Damit trifft er genau den richtigen Spagat für den Alltagsfüller. Auf einem Schreibtisch würde er gar nicht groß auffallen, trotzdem offenbart sich seine Schönheit bei genauerem Hinsehen. Zum anderen hat der Füller ein perfektes Handling mit einer hohen Funktionalität. Das betrifft nicht nur das Füllsystem und die Steckkappe, sondern auch die zuverlässige Feder, die ein absolutes Arbeitstier ist. Zu guter Letzt bietet der Füller eine hohe Qualität, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit erwarten lässt. Schon sind wir am Ende angelangt. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse ein Like, abonniere unseren Kanal und teile unser Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.